Ein Mann in seinen besten Jahren schultert seine Ski, steigt den Hang hinauf, schiebt am Waldrand entlang und fährt den Hang wieder hinunter. Die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Wären da nicht die Bilder? Denn Arnold Kämmerle aus Föhrenbach bei Furtwangen fährt nicht nur einmal runter. Er fährt hunderte Male und immer hinterlässt er eine Spur im Schnee. Ich fahre runter und freue mich schon auf die nächste Spur. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Seit etwa 12 Jahren macht er das, zwischen 5 und 7000 Spuren insgesamt. Eine wie die andere. And I'm feeling good. Aber wenn die 10. Spur nichts wird, oder die 15. oder die 50., dann ist für mich der Berg erledigt, dann gehe ich an den nächsten Berg. Weil, dann stimmt irgendwie das Bild nicht mehr. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Doch, das ist wie eine Handschrift. Bei mir muss jetzt wirklich jede Spur so sein, wie sie ist, dass man sieht, ich bin hier gefahren. Ich mache jetzt nicht eine lange Spur oder eine kurze Spur. Oder auch bei der Arbeit oder sonst. Ich möchte schon, dass es einfach ein Bild gibt und dass es okay ist und dass es nicht nur okay ist, sondern hundertprozentig stimmt. Nur eine kleine braune Wasserlache stört das Bild in der Mitte. Sonst ist da nur diese wohltuende Harmonie. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Und ich hoffe dann, dass über Nacht oder am Abend, späten Abend, niemand quer durchfährt. Einmal, so erzählt Kämmerle, sei ein Flugzeug gleich zweimal über ihn hinweggeflogen. Etwa ein Jahr später habe er ein Foto in einer Skizeitung entdeckt, Titel Spuren im Schwarzwald. Es waren seine Spuren.